Wenn man sich mal zurückerinnert, das Leben des Euros so zurückblickt, holpriger Weg, Finanzkrise, Staatsschuldenkrise, jetzt aktuell, was uns alle beschäftigt, hohe Inflation. Also selbst die Euro-Banknoten, die wir so haben, in der zweiten Serie zwischenzeitlich Facelifting bekommen. Deswegen die etwas ketzerische Frage, das ist keine Erfolgsgeschichte, oder? Der Euro ist, wie ich finde, schon eine Erfolgsgeschichte. Er hat ganz verschiedene Komponenten. Die erste Komponente ist die, dass sich Europa auf ein Zahlungsmittel verständigt hat. Dass mittlerweile 19 Staaten der EU mit diesem Zahlungsmittel bezahlen oder sie in den Staaten damit bezahlen können. Zwei weitere stehen vor der Tür, kommen demnächst rein. Das, finde ich, ist eine enorme Leistung. Helmut Kohl hat immer gesagt, dass die Währung ganz wichtig ist und der Euro eine Frage von Krieg und Frieden. Denn wenn in einem Währungsgebiet Gebiete vereint sind, führen sie gegeneinander nicht Krieg. Also der Ausdruck dieses wirtschaftlichen Zusammenhalts, unabhängig davon, ob das mit der Reihenfolge zuerst, also eine staatlichere Einheit und dann erst eine geldpolitische Einheit, das lasse ich mal beiseite. Also das ist das erste Wichtige. Das zweite Wichtige ist, wenn Sie sich die ersten 20 Jahre bis Ende des letzten Jahres anschauen, hat der Euro, was die Inflation betrifft, einen höheren Stabilitätsgrad gehabt als die D-Mark in den letzten 20 Jahren. Und das, was wir jetzt erleben, dass also Russland die Ukraine überfallen hat, mit Verlaub, da ist es, glaube ich, gerade völlig wurscht, ob man in Deutschland mit D-Mark oder mit Euro bezahlt, sondern das ist eine Herausforderung für jedes Währungsgebiet. Und ich glaube auch, dass der Euro da die bessere Währung ist, weil die Solidarität der Staaten, die wir auch politisch gemerkt haben, in die Reaktion auf das, was da passiert, natürlich auch damit zu tun hat, dass sich eben 19 Länder Gedanken um ihre Währung machen müssen. Und wenn ich 19 verschiedene Währungen haben und jeder sagt, ich komme schon so durch. Die Ukraine haben Sie gerade schon angesprochen. Auch das Thema werden wir im Laufe des Tages noch mal vertiefen. Unter anderem dann mit dem Präsidenten der Bundesbank, Herrn Nagel. Aber als der Euro rauskam, deswegen frage ich noch mal, da kam ganz schnell der Begriff Teuro. Der Euro ist ein Teuro, der halbiert mir sozusagen das Vermögen. Können Sie dieses Gefühl, das viele früher hatten, nachvollziehen? Das Gefühl kann man nachvollziehen, denn bei allem, was neu ist, glaube ich, sind viele Menschen einfach skeptisch. Und die D-Mark war ja eine uneingeschränkte Erfolgsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Man konnte sich darauf verlassen. Sie war die Tenderwährung. An ihr haben sich alle orientiert. Sie war der Inbegriff des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Menschen waren stolz auf die D-Mark. Und das ist natürlich ein ganz schwieriges politisches Projekt, dann jemandem etwas so Etabliertes, was er nicht nur schätzen gelernt hat, sondern was er wirklich gut war, dann wegzunehmen und was anderes zu geben. Und das ist dann mit sehr vielen Ängsten, Sorgen, Verdächtigungen verbunden. Und dazu gehörte eben auch das Wort, was Sie benutzt haben. Das ist ganz interessant, Julia Pitters, eine Psychologin aus Erfurt und Wien, hat mal berichtet, dass sie also vielfach Untersuchungen gemacht hat, auch noch Jahre nachdem der Euro eingeführt wurde und den Menschen eine Speisekarte vorgehalten hat, wo also die Europreise unter denen lagen, die es vorher in D-Mark waren. Und die Menschen haben trotzdem die Speisekarte angeguckt, haben gesagt, das ist ja alles teurer geworden. Also da ist sehr viel Subjektivität dabei, sehr viel eigene Einstellung, die sich also objektiv entsprechend nicht darstellen lässt, was ja auch vielfach eben gesagt wurde. Es wurde ja centgenau wurde umgestellt, sowohl in den Geschäften wie eben auch in der öffentlichen Verwaltung. Also das mit dem Teuro ist ein Märchen. Wollen wir an dieser Stelle auch mal, liebe Gäste, über die Rolle der Bundesbank sprechen, Herr Beermann. Die hat ja bei der, wir haben das gerade auch gehört, Währungsumstellung jede Menge bewegt. Seitdem scheint es zumindest gefühlt ruhiger geworden zu sein. So ein Business as usual, könnte man meinen. Was genau macht die Bundesbank beim Thema Bargeld? Also das Business as usual, das ist, glaube ich, der wichtigste Eindruck. Denn wenn die Bundesbank beim Thema Bargeld in der Öffentlichkeit steht, dann läuft was schief. Das, was die Bundesbank macht im Bargeld, ist zusammen mit vielen anderen Akteuren, also den Banken, den Sparkassen, den Volksbanken, aber auch vielen Wertdienstleistern, die Bargeldversorgung in Deutschland sicherzustellen. Wir sind dort ein wichtiger Teil dieser Versorgungskette. Das heißt, das, was wir machen, wir werden ja nachher noch drüber sprechen, wir reden darüber, wie sehen Banknoten aus. Wie sehen Fälschungsmerkmale aus? Wir schauen, dass wir immer so 100 Meter vor den Fälschern sind,
damit also die nicht zu sicher sein können, dass nicht die nächste Banknotenserie noch fälschungssicherer ist, als es die alte war. Dann lassen wir die Banknoten drucken. Auch das kostet den Verbraucher keinen Cent, keinen Pfennig, sondern das bezahlen wir. Und dann werden sie distribuiert von uns, also zumindest in eine der 31 Filialen gebracht, die die Deutsche Bundesbank in Deutschland hat. Und von dort aus werden sie dann in den Verkehr gebracht. Und jeder Bürger, jede Bürgerin kann eben auch in die Bundesbank, in eine der 31 Filialen kommen. Das merken Sie immer, wenn riesige Schlangen um die Häuser herumschieben, wenn es Sondermünzen gibt. Also wir sind dort ein sehr wesentlicher Teil der Versorgung. Welche Rolle spielt das Bargeld in der Zukunft? Kann man das sagen? Natürlich kann man das sagen. Vor allem, man kann es fragen. Bargeld wird auch in der Zukunft seinen Platz haben. Also es gibt einen kleinen, einen großen Hauptplatz in Skandinavien und anderen Ländern sieht es ja mittlerweile ein bisschen anders aus. Ja, das sind einfach unterschiedliche Traditionen. In jedem Land geht man anders mit Bargeld um. Seit Corona hat sich das auch ein bisschen geändert. Seit Corona hat sich das auch ein bisschen geändert. Also immer noch werden 60% der Zahlungen in Bar vorgenommen, selbst in den Corona-Zeiten, wo es ja teilweise keine Restaurants gab, wo die Geschäfte geschlossen waren, keine Jahrmärkte, kein Oktoberfest und. Also auch da war Bargeld uneingeschränkt vorne. Also die Liebe zum Bargeld wird also niemals verloren gehen. Es wird sich als Bezahlweise mit anderen zusammen dann eben arrangieren. Und das ist der Fall, denn es ist ja keine ideologische Frage, Bargeld ja oder nein, sondern jeder bezahlt so, wie er es gerne möchte. Und für uns als Bundesbank ist es der gesetzliche Auftrag, sowohl für die Bargeldversorgung als auch dafür zu sorgen, dass andere Bezahlungswege, das Blut des Wirtschaftskreislaufs, das Geld auch in Bewegung halten. Sie erweitern das Ganze ja im Grunde jetzt künftig um den digitalen Euro. Was kann ich mir darunter vorstellen? Darunter können Sie sich einen digitalen Euro vorstellen. Was ist das? Ist das ein behördlicher Bitcoin? Behördlicher Bitcoin, das ist nicht schlecht beschrieben. Der digitale Euro ist einfach so schwer zu beschreiben, weil genau wie Sie sagen, die Vorstellungskraft fehlt. Wir sind auch dort in einem Diskussionsprozess innerhalb des Verbundes der Europäischen Zentralbanken. Und die Frage, wie Sie ihn körperlich wahrnehmen, ob Sie das dann also entsprechend über die Uhr machen, ob Sie es über eine Karte machen, ob Sie es also tatsächlich über so ein Token machen, das ist alles noch völlig offen. Das, was es ist, ist Zentralbankgeld, was nicht mehr real übergeben wird, denn das war bisher die einzige Möglichkeit für den Bürger, für Sie und für mich überhaupt an Zentralbankgeld zu gelangen, sondern dass man also im unbaren Zahlungsverkehr digital mit Zentralbankgeld bezahlen kann. Und lassen wir uns mal überraschen, wie der digitale Euro dann also visible gemacht wird. Liegen Ihnen denn, wenn wir schon digital sind, Kryptowährungen prinzipiell im Magen oder sagen Sie, das ist eine spannende Erweiterung? Ach, da gibt es viele Argumente dafür, viele Argumente dagegen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Bevölkerung weiß, dass es eben nicht Kryptowährungen sind, wie Sie sagen. Denn es steht kein Staat dahinter. Genau. Sondern Währungen, auch Bargeld, lebt vor allem davon, dass die Menschen Vertrauen haben. Vertrauen haben sie, wenn hinter der Währung ein Staat geht, steht der das aus. Der das also entsprechend ausgibt. Das ist gerade bei den von Ihnen genannten Ethereum oder Bitcoin oder wie immer sie auch heißt, ist nicht der Fall. Das sind private Herausgeber und ist deswegen keine Währung, sondern wenn man das auch verfolgt, wie der Wert mal hochgeht und mal runtergeht, auch das unterscheidet, diese Token nennen wir das, von staatlichen Währungen, diese Instabilität entsprechend im Wertbereich, dann können Sie erkennen, dass das mit Bezahlen nichts zu tun hat, sondern dass da andere Werte, auch andere Geschäftsmodelle dahinter stecken.